Na, jetzt gucke mal, wie unser Guter aussieht. Ja, voll der Psycho. Jason. Mein Junge. Der Spitzhacke noch. Das könnte wirklich Jason sein. Gut. Heute looten wir Nägel, Metallschrott, aber zuerst werde ich ein bisschen Bretter kloppen, damit wir die Kisten vorbereiten. Gell? Jason. Gut. Das heißt, ich brauche erstmal so eine blöde Steinaxt. Jetzt geht das ge... Boah, ist das laut. Was soll denn das? So, dann zerkloppen wir die Mutti hier. Also das ist eine Pistole oder ein Gewitter laut ist in dem Spiel, ja. Aber du zerkloppst einen Busch oder so, machst was mit den Steinen. Da wirst du bumm auf einmal taub. Das ist ja übelst. Mit der Mutti. So. Haben wir mal ein paar Stecke hier. Wie viele brauche ich denn? 5, gell? Ah, da zerkloppen wir den noch. Hallo. Hallo. Da bluten dir die Ohren. Da bluten dir einfach die Ohren aus. Das ist so laut wie eine Pistole, du Blödmann. Dann lass es hier liegen. So, jetzt brauche ich nochmal Steine. Okay. Sehr schön. Ein kleiner Axtkopf. Nimm's in der Hand, du Heulsüße. So. Und jetzt haben wir hier alles für die kleine Axt. Alles schon Standardkram. Okay. Und die, mein Freund, nimmst du gleich in die Pfote. Oder lass sie mal hier liegen. Warte mal, hier. Weil... Oder warte mal, kann ich die auf dem Rücken tun? Ja, ne? Naja, gut. Dann ist alles gut. Hoppala. Dann zerkloppen wir das Ding hier mal. Ah, die gute Arbeit. Zack. Wetter ist okay. Wenigstens eine Kiste schon mal vorbereiten, gell? Dass wir wirklich bloß noch Nägel und Metallschrott brauchen. Sobald man eine Kiste hat, ist alles safe. So. Komm. Wie sieht denn unser Stoffwechsel? Ist eigentlich okay? Oh, bald können wir das erste Mal scheißen.
freut er sich darauf. Wer mag das schon? Es ist eine leider notwendige Körperfunktion. Das ist einfach nur widerlich. Oh, 15 Ruhmpunkte. 15 Ruhmpunkte. Wir sind kurz davor, der beste Scum-Spiel aller Zeiten zu werden. Der OW definitiv nicht. Einmal, komm. Dann hauen wir die gleich mal hier rein, die zwei Bretter noch. Oder komm, wir machen es jetzt hier fertig, die zwei Truhen. Komm. Ist doch okay. Ja, da kannst du, wenn du damit jetzt so ein bisschen rumrennst, gell, wirst du zwar müde, aber du kannst schön trainieren. Wisst du? So, eins noch. Das ist und bleibt für mich das schönste Plätzchen im Spiel. So insgesamt. Gell? Okay. So zwei Folgen werde ich jetzt noch aufnehmen. Und dann werde ich ein bisschen Bubu Dai Dai machen. Und morgen ist ein neuer Tag. Da, schmeiß die mal hier rein. Danke. Gut. Komm. Oh, die ist noch gut. Ah, da muss ich sie aufheben. Da muss ich sie mir nicht nochmal zusammenwerfen. Okay. Dann brauchen wir jetzt Nägel und Metallschrott. Jetzt muss ich bloß nochmal gucken. 5 Nägel. Ja. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter, wie immer, in unsere erste Siedlung hier. Und fahren uns das zusammen, was wir erstmal alles brauchen. Da stünden wir ja schon Rucksack. Dann. Komm, du findest wieder keine Maiskolben, obwohl sie. Ich sehe ja alleine schon 10 Stück. Und der Blödmann ist einfach nur blind. Der kann nix, der ist nix. Ist ein Phänomen. Der Typ ist ein Phänomen. Och. Hat er heimlich geübt? Hä? Ach. Wo ich das letzte Mal gedacht habe, es war ein Bug. Warum kann ich den Maiskolben nicht essen? Ja. Wegen der Maske. Realismus. Na, schön. Maske wird doch auf. Ich will die verkaufen. Und dann nimmst du auf jeden Fall deine Spitzhacke ran. Mein Nähset habe ich noch, sehr gut. Oh, komm, wir machen gleich mal reparieren. Reparieren. So ein komisches Geräusch. Du hast ein übelstes Rauschen und so. Die müssen das mal noch ein bisschen machen. Auch die Geräusche von den Loot-Containern. Das ist ja teilweise so blöde. Nimm bitte wieder dein Überzeugungsgerät in der Hand. Mein Guter. Oh, hier Bonbons. Ganz viele. Die will ich mal in die Fresse stopfen. Ja, schön. Verzeiht, dass wir eine Kiste haben. Oder komm, ich lasse die Maske jetzt ab. So. Essen.
Na, mein Guter. Schön. Schön alles. Alles sinnlos in die Schnee. Ja, wir bräuchten erstmal wirklich Minimum eine dicke, fette Jacke, wo ein bisschen was neu geht, oder einen Rucksack. Das wäre das Allerbeste. Wir nehmen uns jetzt hier Zeit. Vor allem Nägel und Metallschrott. Das wäre erstmal wieder das Wichtigste, gell? Na? Komm, wir gehen ganz klassisch zuerst in die Kirche, wo immer ein Zombie ist. Was für eine Ironie. Ich finde das so klasse. Oh. Moment. Ja. Riesenchampignon. Essen. Schön. Na. Da. Das bringt überhaupt nichts. In meinen Augen. Da ist er schon. Das ist immer ein Zombie. Gib ich euch Brief und Siegel. Komm. Günther. Der fette Günther, der war bei der Müllabfuhr und hat immer die dreckige Brühe aus den Beuteln gezutscht. Oh, wir sind hier wieder der größte Assi in dem Spiel. So, liegt hier mal was. Ja, das, was man wie immer dauernd findet hier, den Blödsinn Rentierohren. Also wer so einen Scheiß aufsetzt in Scam, der ist dumm. Oh, Nägel. Jawohl. 5 Stück brauchen wir, gell? Da renne ich jetzt nicht hoch bei die Mutti. Da ist noch eine Elfriede. Und da auch. Ich sag doch, Zombies sind erhöht. Elfriede? Lass uns tanzen, Schlampe. Komm. Na, schön. Du eklige, fette Mutti. Du bist so räudig, Alter. Boah, guck dir die ekligen, fettigen Gollumhaare an, Junge. Was ist denn mit der? Ist da jetzt was? Also für jeden Zombie-Kill müsste man theoretisch immer einen Ruhmpunkt kriegen. Immer. Verstehe ich nicht. Ey, Eberhard. Heute nicht. Da ist noch einer. Ja, wir werden hier wieder ordentlich Action haben, teilweise. Das ist normal. Ah, komm, hier ist auch gleich noch einer drin. Nö. Au. War die besser? Nee. Nee. Dann lass sie liegen.
alles gleich. Und scheiße. Naja. Was willst du da machen, gell? Hoppala. Hoppala. Musst du mal scheißen oder pissen? Ach, gleich können wir schöne Wurst auf den Günther machen. Schön aufschmieren auf den. Ja, hier ist wieder nichts. Dass sich die Geräusche so verändert haben. Warum? Das riecht mich schon wieder auf. Das sind so Momente, das klingt ja alles gleich, als wenn du in irgendeinem Regenmantel rumwühlst. Das sind Momente, wo ich sage, was zum Teufel machen die Entwickler? Was? Warum? Warum klingt ein Schrank nicht wie ein Schrank? Ein Kühlschrank wie ein Kühlschrank. Ist das so schwer zu programmieren? Ich glaube nicht. Eberhard. Das sind wirklich so Momente, wo ich immer wieder mit dem Kopf schüttle, was die ja manchmal treiben. Oder haben die irgendwelche komischen Leute eingestellt, die nur am Rauchen sind? Bestimmte Sachen. Und dann so einen Scheiß programmieren. Klingt alles gleich. Muss ich mitnehmen. Da muss ich es nicht kaufen von dem komischen Herbert oben. Vom Onkel Doktor. Das sind die Antistrahlungspillen. Das brauche ich jetzt nicht. Wir brauchen einfach nur. Na gut, Metallschrott weiß ich, wo man den findet. In Autos. Ich will jetzt erstmal Nägel suchen. Den ziehst du mal mit rüber. Jetzt können wir schon mal mehr looten. Gell? Wenn der warm wird, hast du Pech. Interessiert mich gerade ein Dreck. Gell? Du blöd Mann. Hallo. Ein roter BH. Warum gibt's BHs? Man zieht zu den Weibern doch eher aus. Oh. Das brauche ich ohne. Ja, so ist OW. Für mich gibt's keine Grenze beim Humor. Das interessiert mich auch gar nicht. Das wisst ihr mittlerweile. Ich brauche keine rosa Pussywelt da draußen. Das ist alles nur Lüge. Hat man auch schon ein paar Mal das Thema. Lebt ihr in eurer Traumwelt? So einiges im Argen, was wir gar nicht so mitkriegen. Schön geredet wird. Deswegen, das darf man nicht mal sagen, das darf man nicht sagen. Negerkuss darf man nicht mal sagen. Ey, Alter, das habe ich als Kind gesagt und das sage ich auch weiterhin. Ich sage auch Zigeunerschnitzel. Das interessiert mich euren Scheiß, eures blödes Getue. Das ist ja auch so wichtige Sachen. Alter, sowas interessiert mich überhaupt nicht. Das heißt bei mir weiter so und ich sag das auch. Blödsinn. Weil die nichts Besseres zu tun haben, als sich über so eine Scheiße Gedanken zu machen. Das ist Scheiße, ist das. Das ist nix. Bin ich offen und ehrlich. Ich lass mir so eine Scheiße doch nicht verbieten. So ein Blödsinn. Das heißt Zigeunerschnitzel bei mir. Das heißt Negerkuss bei mir. Und was es da alles gibt. Okay. Da durfte sich ein Jägerschnitzel nicht mehr Jägerschnitzel nennen, weil damit würden ja die Jäger beleidigt werden. So ein Quatsch, ey, ihr habt Probleme. Da könnte ich euch eine klatschen manchmal. Ehrlich. So viel Dummheit. Das heißt, bei mir so wie es heißt. Und Ende. Im Gelände. Mach so Plätze nicht mit so einer hirnverbrannte Scheiße hier. Haben wir auch geklärt. Die Welt besteht zur Hälfte nur noch aus Bekloppten. Was ist denn das?
Ein Tütchen Zwiebelsamen. Ein Tütchen. Oh, die würde ich gern mitnehmen. Hau mal den Draht weg, mein Guter. Wir haben eine Waffe. Ah, dass es da jetzt Tütchen gibt. Das ist mir ein neu. Gell? Anna, bist du hier? Ach, das klingt mal wieder wie der alte Sound. Aber überall raschelt's, als wenn da nur irgendwelche Klamotten drin liegen. Die wissen auch nicht, was man. Eine Augenklappe, ja, die braucht man auch unbedingt. Ich brauch doch bloß Nägel. Ein Metallschrott. Meine Güte. Mit Metallschrott haben wir das, was wir brauchen. Nägel. Bolzen. Habe ich auch noch nie gebraucht, gell? Noch nie. Torradstiefel. Nee. Ich dachte, das waren die, wo man so ein Messer oder so reintun kann. Wo so ein kleiner Platz noch dabei ist. Da waren wir schon. Hoppala. Mach mal auf den Lachs. Mütze. Ach, Günther, jetzt reicht's. Dein Gekrummel und Gerülpse. Komm. Du blöd Mann. Oh, Ostermeister Eder. Ja, guck. Mit der Brille. Der Gute. Und. Meister Eder ist nicht mehr. Meister Eder. Oh, gibt's ein Ei? Ja. Ein rohes, halb verschimmeltes Ei. Das muss der jetzt essen. Es tut mir leid. Komm, schlurf's mal Ei. Jetzt kotzt der gleich, pass auf. Handabschürfung? Von was denn? Leute, was ist denn jetzt noch alles drin? Von was hat denn der eine Handabschürfung? Vom über den Zaun klettern oder irgendwas? Das ist doch auch neu. Nicht von dem Ei. Oder von der Waffe, dass die Splitter zieht. Das weiß ich jetzt nicht. Wo hat er das her? Also, boah, Evil Dead. Das ist jetzt komisch. Aber ey, guter, komm. Ich muss das mal ein bisschen mehr genießen, wieder das Spiel. Wir setzen uns hier hin. Komm. Oh, hier, Baller. Oh. Und genießen das. Das Spiel stelle ich mir wirklich in VR so richtig hübsch vor. Wenn du dann so dieses, da kochst du dir was und dann kommt so die Wolken, gehst so ein bisschen durch den Wald, auf der Birsch. Okay. Ui. Das regnet doch gleich, hä? Oder? Bestimmt von der Waffe, hä?
Nägel. Na gut, hier werden die nicht sein. Nägel. Wir brauchen am besten eine Boxnägel, gell? Aber dafür haben wir doch gar keinen Platz. Oder wie sehe ich das? Den kannst du essen, mein Guter. Essen. Oh. Der hat es schon wieder. Wo kommt denn das her? Von der Waffe? Man muss mal gucken. Pass mal auf, dass die Waffe irgendwie kaputt geht und Splitter zieht. Kann ich mir echt vorstellen, dass die so eine Scheiße hier reinmachen. Es nicht. Mit Feuerjacke. Sehr schön. Gleich reparieren. Na, mein Guter, jetzt können wir aber looten. Oder? Jetzt geht es wieder los, gell? Warum? Das google ich nachher nach. Das schreibe ich mir jetzt auf. Dass ich es bis nachher nicht vergesse, wenn ich eine Pause mache. Ich meine, bestimmte Aktion ja, aber doch nicht egal, was ich mache, und da habe ich eine Hand abschaffen. Also, ich denke mal, du musst hier für bestimmte Sachen Handschuhe haben, aber so übertrieben. Ich glaube, ich fass hier eine Feder an und du hast eine Handabschaffung. Pass mal auf hier, das ist doch nicht normal. Weißt du? Scam, du bist schon manchmal niedlich. Naja, wir gucken. Wir werden es irgendwie mitkriegen. Die Geräusche sind doch so hässlich gemacht jetzt. Und laut, also richtig laut, das Geraschel. Boah, die sollen das bitte überarbeiten, ey, ohne Scheiß. Das riecht mich schon wieder richtig auf. Weil es laut und hässlich ist. Vorher klang es wie ein Kühlschrank, alles. Nö, jetzt klingt alles gleich. Und hässlich noch dazu. Das machen doch die Entwickler mit Absicht. Die wollen, dass ich mich aufrege. Das wollen die. Ja, kann. Du Schlädmann. Was hab ich denn jetzt wieder für eine Wunde? Was ist denn mit dem Mann? Handabschürfung. Ich glaube, ich muss die einmal abheilen lassen. Wer weiß, wo ich die her habe, oder? Was liegt denn da? Ein Dildo? Nee. Guck mal, das sah jetzt fast so aus. Wenn du hier so stehst, guck mal. Gibt's ja auch in dem Spiel. Gibt's ja. Ist ja nicht schlimm. Das ist normal, das Normalste der Welt. Was sind das? Motorradhosen. Sind die besser? Nee. Nimmt sich nicht. Wollen wir sie mitnehmen? Wir nehmen sie erstmal mit. Dann suchen wir noch ein paar Dildos, biologische.
Jetzt haben wir wieder ein Thema hier. Ich habe hier irgendwo noch so einen blöden Günther gehört. Das klingt so schlimm, gell? Und Knackwerkzeug suchen, damit wir so schnell wie möglich den geilsten Loot kriegen aus einem Frachterwurf. Gell? Das klingt mal wieder normal. Komm, dann nimm den Metallschrott jetzt auch mit. Wir verbauen es eh gleich. So, und hier findet man, glaube ich, immer Essen. Siehst du? Eine Zitrone. Essen. Schon wieder Handabschürfung. Ich glaube, man braucht Handschuhe. Der greift halt in Ich teste das jetzt mal. Pass mal auf. Wir lassen das mal so. So. Ungefähr das Viertelste. Jetzt greift er hier in den Müll. Nee. In die Kiste? Nee. Ich will mal gucken, wo das herkommt. Oder hier? Nee. Oder wenn der irgendwo drüber klettert. Warte mal. Wir testen das. Ich muss das jetzt testen. Hoppala. Ja, jetzt hat es angezeigt. Aha. Und jetzt lasse ich es mal abheilen. Und dann müssen wir mal gucken, dass man sich das durch Zufall ohne Handschuhe halt irgendwo holt, wenn man so rumklettert. Und mit Handschuhen halt besser, dass du es gar nicht erst kriegst. Ja, komm, iss mal alles. Okay. Überzeugungsgerät ran. Wir brauchen Nägel. Wir brauchen... Nee. Ja, ne, die nehme ich jetzt nicht mit. Müsste ich zu Stofffetzen zahlen. Aber das können wir alles später machen. Okay. Jawohl. Immer leer. Die sind immer leer. Bring mal hier so drüber. Genau, und das dürfte jetzt nichts gemacht haben. Genau, weil ich bin ja so komplett drüber gehüpft. Komm, gib mal noch so ein Ei. Nee. Ja. Oh, das können wir schön essen. Na. Mein Guter, jetzt tun wir gleich kacken und pullern. Ja, das ist doch als Freitag der 13. Teil 2, gell? War das, glaube ich, mit der Scheune, oder? War das Teil 4? Muss ich mitnehmen. Wenn wir eh mal gute Waffen haben, ist doch safe, Mensch. Ich brauche jetzt unbedingt Nägel für die Kiste, gell? Zwei Stück haben wir. Fünf brauchen wir. Dann ist alles safe. Sobald wir eine Kiste haben, ist alles safe. Dann können wir looten. Richtig. Oh, so eine Karotte. Jawoll. Essen. Spitzhacke nicht vergessen, Obi. Na. Hier guck ich mal rein. Kann ja auch immer mal was liegen, gell? Na komm.
Muss ich erst hochkommen, Willi? Oh ja, der Fette. Kriegt der Wetterschaden. Ach, Mann. Okay. Ich google da auch nicht nach. Neben Schuhen braucht man jetzt zwingend in dem Spiel Handschuhe. Sehr schön. Zwingend. Weil du dir ja auch einen ganzen Tag, egal was du machst, nur die Hände öffrupst. Na, du kriegst 20, 100 Milliarden Mal in deinem Leben Hände neu angepflanzt und amputiert. Weil die Hände überhaupt nicht robust sind. Ja, es ist schon hart. Aber man muss es akzeptieren. Alter Schwede. Ey, bald kannst du bei dem Spiel nichts mehr machen. Weil du für alles bestraft wirst. Wie war das nochmal? Was habe ich in einer Staffel gesagt? Du läufst über eine Wiese. Gift-Efeu tot. Kommt auch noch. Bin ich mir sicher. Das machen die. Die stehen da drauf. Einfach tot. Einfach so. Sofort. 800 Ruhmpunkte weg. Kannst du nie wieder aufholen. Hast du minus 800 Ruhmpunkte. Ich will Nägel. Ich will Nägel. Nägel. Oh, die Atmo, gell? Oh, hier. Voll der Spastiker mit Epilepsie und alles, wenn der schleicht. Guck dir das an. Was ist denn mit dem Mann? Oh, nee. Ich sehe es schon kommen. Es wird mindestens eine Folge geben, wo ich hier wieder völlig ausraste. Weil irgendwas in dem Spiel so buggy ist. Dass ich es nicht mehr schön reden kann. Das wird wieder kommen. Das war doch in jeder Staffel bis jetzt so. Nein? Außer in der Wandererstaffel, wo wir einmal um die Map gelaufen sind. Erfolgreich. Ja? So, jetzt haben wir hier die scheiß Stabfetzen gelötet. Und das war's. Also wenn, dann nehme ich eine schwarze Jeans. Verstehst du? Mensch, du bist da ordentlich neue Weh. Was ist denn mit dir? Ist da jetzt was? Findet man überhaupt noch Geld? Nee, du musst verkaufen, gell? Du musst. Mal wie ich es früher immer mal ab und zu ein paar Dollar bei den Zombies gefunden. Das haben sie schon komplett rausgenommen. Ist ja verboten, hier Geld zu haben. Der OW. Ja, aber es ist so. Ich sage ja nur, wie ich es empfinde. Das Spiel muss einfach immer schwerer werden. Immer schwerer. Das ist die Wahrheit. Das wollen die auch. Du sollst hier in einer Tour versagen. Ja, die Maske muss ich mitnehmen. Die bringt Geld wie Sau. Dann haust du die Mutti hier mal weg und nimmst die komische Schnabelmaske mal mit hier. Ach. Mensch. So, du Blödmann. Oh, das esse ich aber gleich. Vergiss bitte deine Spitzhacke nicht, Uwe. Du hast du schon innen liegen lassen. Nee.
Das werden wir nie wieder abheilen. Nie wieder. Ich brauche Nägel und keine scheiß Hüte von so einem scheiß stinkenden Schwitzober. Mann. Nö, meine sind cooler. Boah, ja. Ey, Willi. Hast du mich jetzt erschrocken, oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. 24 Ruhmpunkte. Jetzt könnte man vielleicht beim Händler sich schon mal eine Windel kaufen. Gell? Man darf ja hier gar nichts mehr. Also ich muss sagen, das Spiel wird immer schwerer und immer schwerer. Mit kleinen Sachen hier und da. Aber es wird immer schwerer. Immer schwerer. Den Absinth muss ich mitnehmen. Den finde ich doch sonst wieder nicht. Nie wieder. Kann man auch mal Geld finden, du Blödmann? Was ist denn nicht mit dir? Brauche ich nicht. Ich könnte aber die Schuhe reparieren. Das scheiß Ding reparieren hier. Nimm bitte deine Spitzhacke wieder mit, Uri. Danke. Jetzt muss ich gucken. Dann hau die Motorradhose weg, komm. Bei denen musst du mitnehmen. Für die sterilen Verbände. Es gibt Nägel ran. Nägel. Nägel. Nägel? Ich glaube, die größte Chance auf Nägel hast du in Autos. Mit. Natürlich ist diesmal nicht mal mehr ein Metallschrott drin, es ist Stoff drin. Metallschrott. Ich gucke jetzt mal durch die Autos. Oh. Ja, wir werden hier erstmal ein bisschen looten müssen. Braucht man die für irgendwas? Ich glaube nicht. Du findest auf einmal alles außer Nägel. Außer Nägel. Die haben sie alle für Jesus verbraucht. Schwarzer Humor. Heult ihr rum? Schwarzer Moor ist schon mal harte und gut. Oh, das will ich mitnehmen. Och Mann, ich will hier wieder alles looten. Komm, eh Metallschrott weg. Nee, das können wir nicht mitnehmen. Das wiegt einfach zu viel. Schade. Ach, was ist denn das? Ich gehe jetzt erstmal zurück. Essig. Jetzt findest du die ganzen seltenen Sachen, gell? Verstehst du das? Jetzt findest du die, jetzt wo du folgst. Das ist immer so bei dem Spiel. Du findest immer das, was du nicht brauchst. Und die besten Sachen, wenn du vollgelootet bist. Das ist von dem Spiel so programmiert. Das weiß jeder. Sogar Jesus. Das ist die Wahrheit. Kann ich den mitnehmen? Nee, gell? Ist auch schon zu schwer. Och Mensch, ich saß doch gerade noch. Ach, das ist so programmiert. Ja, nur Böller, alles, was wir so mögen. Hier noch einmal. Alter, ich habe auch nicht den Loot erhöht. Hier, was haben wir hier? Angelhaken.
Sind's noch die Triple Hook? Nee, dann nehme ich's nicht mit. Ey, das ist doch nicht normal. Ich schaffe jetzt mein Zeug zurück. Wir brauchen einfach nur Scheißnägel. Oder Rucksack. Den wir so schnell nicht finden werden. Das gibt's doch nicht. Was soll man denn sagen? Ach, geh doch weg mit deiner Mutti. Was soll denn das? Das sind wir noch weit entfernt. Ich weiß auch noch nicht mal, wie das funktioniert mit den Feldern. Ja, alles gleich klingt, gell? Und auch noch so hässlich. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Boah, riecht mich das auf. So, hier muss ich schnell gucken. Nägel. 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 Bitte. 100 Nägel. Komm. Bitte. Ziehen kann. Nägel. Oh, endlich ist das auch mal drin. Du kannst es gleich draufziehen und nicht erst drauf. Möchtest du das zusammenführen? Ja, das haben sie schon mal schön gemacht. Wow, der Ovi lobt das Spiel mal. Was ist denn da kaputt? Ja, also da ich heute kam das raus, die Info, also ich nehme ja im Voraus auf, also ist egal, dass sie an einem neuen Trailer arbeiten, ist das definitiv gemeint, dass die an der 09 final arbeiten. Kann mir keiner was anderes erzählen. Bin ich mir sicher. Gerade mit den ganzen Features, die sie angekündigt haben jetzt. Ich freue mich ja aufs Rauchen. Meine Fresse. Ach, ich brauche hier nicht gucken. Gib jetzt Nägel. Komm. Nö. Nie wieder. Es gibt keine Nägel mehr. Ich habe gerade welche gefunden. Oh, komm her. War da jetzt irgendwas? So, jetzt sind wir ein bisschen langsamer, weil ich die ausgerüstet habe, die Spitzhacke, aber es nützt nichts. Ich will sie beide mitnehmen. Dass wir einfach erstmal eine Waffe haben. Wer weiß, ob wir so schnell wieder eine finden. Ja, wir sind gleich wieder da. In der nächsten Folge. Ja, wir werden erstmal hier wieder 2, 3 Folgen looten müssen. Das nützt jetzt nichts. Okay. Veliki Tabor. Blöder Name. Was ist denn das für eine Sprache? Ich weiß es nicht. Schön den Puls auf 800 hochpumpen. Wie so ein Blödmann. Ey, jetzt sind bestimmt wieder Zombies in unserer Base. Pass mal auf. Oder? Ruh dich kurz aus. Wieder abends.
Alter, sogar vom Aufstehen. Ich krieg das doch nie wieder weg hier. Ja, das. Habt ihr auch mal epileptische Anfälle, wenn ihr schleicht? So richtig heftige. Alter, das sind so Sachen, die müssen doch auffallen. Ich versteh's nicht. Also ich würde hier gerne einiges zu sagen bei dem Spiel. Dann wird hier ein ganz anderer Wind wehen. Meine Fresse, das ist jetzt schon im Jahr drin. Kannst du sagen. Mit diesem Gezückel, wenn der schleicht. Also so richtig bekloppt. Übertreib mal noch. Hier ist doch wieder irgendwas. Na klar. Na klar. Du Blödmann, komm mal her. Komm. Spring dich tot. Ach, du blöde Elfriede. Ich mach dich kaputt. Du fette, eklige Kotmutti. Alter. Stirb. Widerlich, Alter. Glaub mir das. So. Weißt du, wo wir noch gucken können? Hier unten am See in die eine Truhe. Da hab ich noch gar nicht geguckt. Das waren gerne mal Nägel. Oh, mein geliebter See. Wenn wir uns hier wieder so gemütlich haben, glaub mir mal. Gell? Guck, wir sind bei 53 Minuten, mein Guter. Jetzt gleich mal was trinken können. Nimm schön die Hände richtig nahe. Nimm den Schlamm vom Boden mit und schlurf den Schlamm. Naja. Komm, dann nehmen wir noch eins mit und zeichnen gleich noch eine Truhe an. Und zwar die Fressenstruhe. Oder? Ja, komm. Das machen wir mal später. Hier unten. Unsere, wie nenne ich die immer? Grillabendruhe oder so. Gell? Da kommt dann alles, nein, was wir brauchen. Die Angel mit die Köder. Der Schnaps, die Zauberpilze, das Fleisch, das Radio, alles, was man da so braucht. Okay? So. Jetzt habe ich die Spitzhacke wieder liegen lassen. Die Frage ist jetzt, wo? Moment. Wo hab ich denn die jetzt liegen lassen? Warte mal, was hab ich denn jetzt getrunken? Dann muss die da unten liegen. Das ist doch immer dasselbe. Da ist sie. Alles gut. Komm, und jetzt ein schöner Wurm. Jawohl, mein Guter, guck mal. Willst du den zutschen?
Gell? So. Na. Oh, schön. Gut. 55 Minuten ist safe. Da würde ich hier die Aufnahme beenden. Und da müssen wir erstmal weiter Nägel suchen. Es nützt nichts. Scheiße. Damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen.